Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Und was heißt zu einer weiteren Folge? Zur ersten Folge. Ich bin ein wenig verpeilt gerade, weil ich hier noch am Ausrüsten bin. Entschuldigung. Natürlich zur ersten Folge Rainbow Six Siege. Der Sergeant Player hat mir letztens unter einem Battlefield Hardline Video vorgeschlagen, dass ich doch auch mal Rainbow Six Siege spielen soll. Ich vermute mal, da ist er drauf gekommen, weil ich über das Kippen der Waffe gesprochen habe, dass es in Rainbow Six Siege gibt, dass ich das in Battlefield ein wenig vermisse. Und ja, deshalb habe ich mich hier mit ein paar Randys versammelt, mit denen ich nicht reden kann, die einfach hier zufällig gejoint sind. Und ja. Ups. Wollte ich gar nicht. Falsche Taste wieder gedrückt. Und wir müssen hier... Ich weiß nicht, was es ist. Ah ja, genau, ein Gefahrgutbehälter, genau. Eigenbeschuss, nicht schießen! Warum Friendly Fire? Ich habe doch nicht geschossen. So, wir sind die Mute-Klasse, das heißt, wir können hier diese Dinger aufstellen. Dann können die Drohnen hier nicht reinfahren. Und sowas wie und sowas wie, hier, wie heißt es, diese Sprengladungen können nicht angebracht werden. Das heißt, wir sind ziemlich sicher, das heißt, das hier kann nicht aufgesprengt werden, weil der Radius so breit ist, dass zwei drin sind. Hier die Wand kann nicht aufgesprengt werden, das kann nicht aufgesprengt werden. Wir haben, soweit ich das sehe, auch keine Deckenluke, das ist eigentlich der perfekte Raum, wenn ich das so sehe. Aber hier hätte man noch verstärken können. Ich hoffe, ich reiß dem einen jetzt das Team-Gadget da nicht weg. Okay, da könnten sie noch durchsprengen. Hier, neben mir. Da. Und da hinten könnten sie durchkommen, da unten. Die Sache ist, ich werde vermutlich in diesem Let's Play etwas leiser sein. Das ist übrigens dieses Kippen, das ich meinte. Da es hier immer sehr viel auf Taktik ankommt und drauf an zu hören, von wo die Feinde kommen. Wir sind übrigens in einer Bank, glaube ich. Ja, doch, eine Bank. Sie können von da kommen. Sie könnten hier natürlich... Ah, hier habe ich kein Mute-Ding hingesetzt. Das heißt, da könnten sie sich durchsprengen. Aber ich lege mich trotzdem nicht nach da drüben, weil da könnte ein Fuse Dinger anbringen und dann fliegen hier Granaten rein. Wobei hier auch einer von uns liegt. Ich guck mal da hinten in das Loch rein. Auch wenn es sehr schwierig ist, wenn da irgendwer vorbeikommt, irgendwen zu sehen. Irgendwer hat, glaube ich, irgendwas angebracht. Was war das? Und da könnte irgendwer jetzt kommen. Yes! Erster Kill. First Blood hier. Also von meiner Seite aus. Habe ich doch richtig gesehen, dass da eben einer durch den roten Schleier gelaufen ist. Ich habe sogar ausnahmsweise mal Kopfhörer-Monitor angeschlossen, damit ich auch den Sound direkt auf den Ohren habe und nicht im Lautsprecher. Da hinten kommt irgendeiner. Wir haben auch noch so ein Nitro-Handy, damit könnten wir, das könnten wir nachher als eine Art Granate einsetzen. Okay. Da ist irgendwo einer. Die Sache ist, je mehr wir hier rumkrabbeln, desto... eher weiß der Feind, dass wir hier sind. Letzter verbleibender Gegner. Okay, es ist nur noch ein Gegner da. Das heißt aber nichts. Das heißt nichts, dass nur noch ein Gegner da ist. Dieser eine Gegner könnte nochmal alles komplett, das ganze Spielchen wenden. Okay, der kommt raus aus seinem Versteck da. Ich bleib einfach mal beim Gefahrgut-Container, weil der muss ja hierher kommen.
Oh, okay, der ist da. Der Typ muss hierher kommen. Yes. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Bin ich zufrieden mit. Sehr schön. Haben wir 2 Kills gemacht. Und beide Kills waren sogar Rache-Kills quasi. Ach nee, gar nicht. War den einen hinter der Wand, oder? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt wechseln die Seiten. Jetzt sind wir nicht mehr Verteidiger, sondern Angreifer. Ich glaube, ich nehme den Fuse da mal. Yep, alles richtig. Dann nehmen wir lieber Betäubungsgranate. Ah, blendet Personen. Wir bleiben aber bei den Sprengsätzen. Obwohl, wir haben einen Sledge dabei. Da wären eigentlich Blendgranaten besser. Ich nehme mal Blendgranaten so. Ich spiele so selten mit Blendgranaten. Wir probieren das mal aus. Dann läuft das auch. So. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich was leise bin, aber ich. Gerade bei dem Game muss man sich oft konzentrieren. Ja, und ich habe keine Ahnung, wo ich reinfahren soll. Bob. Die Map kenne ich gar nicht so gut, ist die Sache. Vor allem da, wo ich gespawnt bin. Jetzt kenne ich mich nicht, überhaupt nicht aus. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde. Wir können am Anfang immer einer Runde immer mit diesen kleinen Drohnen hier rumfahren. Während die anderen halt die Wände hochziehen und sowas. Und da oben seht ihr halt den Timer. Wenn der abgelaufen ist, geht die Action jetzt in die Action-Phase. Und wie gesagt, ich. Ich kenne mich in dem Teil der Map überhaupt nicht gut aus. 5 Sekunden. Okay, wir könnten die Drohne jetzt nochmal benutzen, aber das bringt uns nicht viel. Wir müssen hier draußen auch auf Kameras achten, weil die setzen gern, weil hier immer an den gleichen Punkten Kameras stationiert sind. Da oben, aber da wurde schon weggeschossen. Da müssen wir sichern. Ich folge den Kollegen mal hier. Um die Klasse ein wenig zu erklären, wir haben dieses Ding, das können wir an eine Wand, die man zerstoßen kann, anbringen. Und dann werden 3 kleine Granaten reingeworfen. Und auf unserer Seite hat einer das Spiel verlassen. Drohne unterwegs. Das Ziel, was wir momentan haben. Yes! Oh, noch einer. Verdammt, da ist noch einer gewesen. Boah, das ist ein Tachanka. Scheiße. Wir können den Stacheldraht hier auch zerstören, indem wir dreimal draufhauen. Scheiße, ich bin alleine gegen 3. Scheiße, oh Mann! Von hinten, von der Seite da. Zu spät gesehen und dann noch mit der Schrotflinte. Mann! Oh, das war nicht so gut. Generell vom Team auch. Da war noch einer verschwunden. Oder meinte er mich noch teabaggen zu müssen. Jetzt müssen wir wieder verteidigen. Und ich glaube, ich nehme wieder den Mute. Ich könnte auch den Doc nehmen, aber ich bin eigentlich sehr auf den Mute spezialisiert, auch auf sein Gewehr. Wir haben wieder einen neuen Mitspieler. Ich weiß nicht, wer davon jetzt gegangen war und wer neu ist. Ah, der nimmt den Doc gut. Der Doc, der hat eine Pistole, damit kann er aus der Entfernung schießen. Und ich habe halt diese Mute-Dinger, diese, ja, Störsender. Damit halte ich halt Drohnen auf und kann verhindern, dass elektrische Geräte eingesetzt werden können. Also so Sachen wie Granaten können schon geworfen werden oder sonst irgendwas, aber so eine Wandladung kann nicht angebracht werden oder was ich eben hatte, so ein Fuse, also kann schon angebracht werden, aber kann nicht gezündet werden, dadurch, dass ich den mit dem Störsender den Zünder
Zündmechanismus ja, blockiere. Und jetzt warten wir eigentlich gerade darauf, dass das Spiel bei allen lädt. Ich kann mal die anderen erklären. Der Jäger, der kann so ein ja, spinnenartiges... Oh, wir haben wieder den gleichen Raum. Gerät aufstellen. Damit kann... damit kann dann niemand Granaten reinwerfen, weil die sofort abgefangen und zerstört werden. Oh, ich habe mein eigenes Teamgerät zerstört, oder was? Ja, manchmal zerstören die Wände irgendwie die Geräte. Ich verstehe es auch nicht. Ich hatte es eigentlich weit genug weggestellt, dachte ich. Ah, oh, ich habe nichts mehr. Verdammt, das eine war zerstört, deshalb kann ich es auch nicht mehr... Okay. Ziehen wir das hier hoch. Das hat man nämlich eben vergessen. Hätten wir mal besser das dazu gemacht, ne? Nicht das da. Aber egal. Das hier sind Strom... hier ist schon wieder... Ah, nee, gar nicht, weil der Router ist noch da. Ich nehme das mal. Pack meinen Router ein. Und setze den mal hier hin. Wobei der ist eigentlich... Der ist eigentlich eh schon gesichert, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Das Fenster ist gesichert. Es gibt in manchen Räumen auch Deckenluken, das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Da können sie sich dann von oben durchsprengen. Wir können auch die Kameras kontrollieren. Da war gerade einer durchgeschlichen. Die kommen mit Kameras. Hier piept's immer noch. Irgendwo ist hier einer. Ich habe keine Ahnung, warum das ununterbrochen piept, obwohl da nichts ist. Okay. Natürlich, solche Dinge können natürlich auch so Geräusch... bauen natürlich auch eine Geräuschkulisse auf, sodass man nicht mehr richtig hören kann. Hier, er hat sich wieder da versteckt. Wir sind eigentlich hier für die Seite zuständig. Er hat anscheinend schon was gesehen. Wo war das denn jetzt? War das über uns? Hier steht eigentlich noch alles. Da hat wieder ein Gegner das Spiel verlassen. Das ist doch nicht lustig, wenn die Gegner einfach das Spiel verlassen. Einfach nur, weil sie getötet wurden. Oh, wir haben den Doc verloren. Mist. Letzter verbleibender Gegner. Okay, es ist nur noch ein Gegner da. Die Frage ist, wo der ist. Der ist bestimmt irgendwo da links. Ja. Yes! Sehr schön! Ich wusste, dass der hier irgendwo rumtingeln muss. Aber wo genau wusste ich nicht. Und dann dachte ich so, ah komm, du hast das Nitro-Päckchen, zünd doch mal. Sehr schön. Aber der Sprengradius groß genug, das hat mich gefreut. Übrigens, um eine Runde zu gewinnen, muss man dreimal siegreich gewesen sein. Siegreich gewesen sein. Das klingt auch so seltsam. Also man muss drei Siege haben. Ja. Wir sind jetzt kurz davor, einen Sieg zu fahren, aber wir haben eben als Angreifer versagt, deshalb vermute ich mal, dass wir das jetzt auch wieder nicht gebacken kriegen. Aber wir gucken mal, wir gucken mal. Die Ash, die hat einen Granatwerfer, damit kann man Wände aufsprengen. Also der geht wirklich auf Sprengung von Objekten und nicht auf Schaden. Also es macht schon Schaden, wenn da ein Gegner steht, aber es ist jetzt nicht so ein Granatwerfer, der einen großen Radius hat. Der Sledge, der hat einen Hammer, damit kann er Wände und so einreißen. Außer halt, wo so eine Metallplatte dran ist. Und ich bin wieder hier hinten und habe keine Ahnung, wo ich reinfahren kann. Ne, das ist falsch hier. Falsche Richtung. Hier lang. Da geht's rein. Aber da schießt schon wer. Fuck. Ah, ich dachte, ich kann mich vorbeischleichen. Okay. Die Sache ist, wir
müssen halt das Ziel suchen, weil sonst sind wir völlig blind und... Ah gut, wir haben es gefunden. Gut. Sonst sind wir nämlich völlig blind und wissen nicht, wo wir hin müssen. Okay. Irgendwer hat auf ihn geschossen, kann das sein? Also er versucht hat, die Kamera zu zerstören. Das da wäre die Kamera, aber die ist ja schon kaputt. Sieht man daran, dass da nichts Schwarzes mehr ist. Also links war eben einer. Ich weiß nicht, ob da immer noch einer ist. Ich glaube, sie weiß auch, dass da einer war. Wie hast du das denn geschafft? Okay. Der Typ ist nicht mehr hier. Oh. Erster direkt. Boah. 52 Weste noch. Der Typ muss echt blind gewesen sein. Fuck. Boah, den haben wir noch gekriegt. Yes! Yes! Sehr gut. Und schöner Kopftreffer war es auch. Boah, nice. Zwei gekillt und dabei fast draufgegangen. Sehr gut. Die Sache ist, ich bin jetzt nicht mehr... Ich kann jetzt für nicht mehr so viel gebraucht werden. Das sind diese Sprengfallen, die der Kapkan setzen kann. Mit drei Leben bin ich natürlich, wie gesagt, nicht mehr sehr, sehr nützlich. Aber ich kann quasi als Kanonenfutter benutzt werden. Um zum Beispiel zu gucken, ob hier irgendwo einer ist. Da ist die Kamera von ihm. Die kommen da durch die Wand. Die Sache ist, irgendwo sind noch zwei Feinde. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, weil wir dieses Ziel gesichert haben. Keine Ahnung, wo die Feinde waren. Aber das war richtig gute Arbeit. Also dafür, dass wir beim ersten Mal so gefailt haben, war es richtig gut. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt doch mal, ob es euch gefallen hat. Ich weiß, es ist mit Randys Spielen ist vielleicht nicht immer so gut, aber mir macht's Spaß. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. In dem Fall hoffe ich, seid ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei. Tschüss.